Ich mal ein bisschen staller. Bist du in der 30er-Zone, machst du nicht? Ach so, jetzt bin ich in der 30er-Zone. Ja, aber Verkehrszeichen sehen. Dittim. Oh, kommst du das auf, dass hier eine Einbahnstraße ist? Ja, klar. Das ist eine Sackgasse. Eine Sackgasse, ja, ja. Oh, die Ampel, was war dann? Da war einmal links rot und rechts. Ah, und geradeaus sind wir. Oh. Mach langsamer, wirklich. Fahrschule kann ganz schön aufregend sein. Doch immer mehr Schüler fallen durch. Bei Pkw-Klasse B zuletzt 44% in der Theorie und 43% in der Praxis. Seit 2004 ist die Durchfallquote von 30,2% auf 43,5% gestiegen. Patrick Palme ist Fahrlehrer in Dresden und sieht dafür verschiedene Gründe. Der Fokus liegt nicht mehr so auf, ich würde gern Auto fahren, weil ich Interesse dran habe, weil es mir Spaß macht, sondern der Fokus ist eher, die Eltern oder Großeltern sagen, wir müssen das machen. Diese intrinsische Motivation ist einfach kaum noch da bei vielen. Ne? Nicht bei allen, aber bei einigen. Dann haben sich natürlich auch generell die Rahmenbedingungen geändert. Es ist mehr Verkehr geworden, viel komplexere Regeln, viel mehr Informationen, die dann auf den Fahranfänger einprasseln. Eine andere Vermutung, ist die Prüfung vielleicht zu schwierig geworden? Hier in Dresden werden die Prüfungsfragen für ganz Deutschland erarbeitet. Eine Arbeitsgemeinschaft aus TÜV und DEKRA legt die Regeln fest. Matthias Rüdel sagt, der Fragenkatalog ist heute weniger vorhersehbar. Früher gab es feste Fragen auf Papierbögen. Heute sind es fast 1200 Aufgabenvarianten, die am Tablet gelöst werden. Viele Fragen liegen als Foto oder Video vor, aber zu schwer sind sie nicht. Was früher noch mit einem schematischen Auswendiglernen beispielsweise möglich war, ist jetzt im Sinne der Prüfungsmethodik und der Prüfungsinhalte so nicht mehr möglich. Ich muss das, was ich gelernt habe, auch verstanden haben und muss dieses verstandene Wissen, diese Kompetenz dann auch umsetzen in der Prüfung. Mike Fischer betreibt in Gera Deutschlands einziges Fahrschulinternat und geht einen besonderen Weg. In einer Woche intensiv Crashkurs zum Führerschein. Knallhart, aber machbar. Wie wir hier sehen, das ist zum Beispiel so ein Kurs, wie die in einer Woche die Führerscheinausbildung absolvieren. Und das sind so die Ergebnisse. Jeden Tag wird da so eine Art Vorprüfung gemacht. Und hier sehen wir auch so die Fehlerpunkte. Rot ist natürlich jetzt alles Fehlerpunkte. Heute war die Theorieprüfung und es haben 9 von 10 die theoretische Prüfung bestanden. Liegt es also tatsächlich an der fehlenden Motivation oder komplexeren Prüfungsaufgaben? Verkehrsexperten haben noch eine andere Vermutung. Kinder machen heute weniger eigene Verkehrserfahrungen. 7.15 Uhr, ein ganz normaler Morgen an der Marienbrunner Grundschule in Leipzig. Elterntaxi reiht sich an Elterntaxi. Forschungen bestätigen, dieses Elterntaxi bedroht die Verkehrskompetenz der Kinder. Das, was wir schon sehr lange beobachten, ist, dass Kinder und Jugendliche immer weniger aktive Verkehrserfahrung haben und aktive Mobilität und aktives Auseinandersetzen mit dem Systemverkehr ist aber die Grundlage für eine gute Gefahrenwahrnehmung und auch für eine gute Verkehrswahrnehmung. Und je weniger Übung man im Kindes- und Jugendalter hat, desto schwieriger wird natürlich auch die Herausforderung des Bestehens einer Fahrprüfung. Im Auto sind viele Kinder noch dazu vom Smartphone abgelenkt. Ihnen fehle die sogenannte Verkehrswahrnehmung, kritisiert Kurt Bartels von der Bundesvereinigung der Fahrschullehrerverbände. Früher haben sie im Auto gesessen, haben mit nach draußen geguckt, heute spielen sie mit dem Smartphone. Also all diese Faktoren sorgen dafür, dass wir auch in der Ausbildung viele Dinge viel, viel mehr trainieren müssen. Die Entwicklung der Verkehrswahrnehmung bei Fahrschülern ist bisher nicht wissenschaftlich erforscht. Vergleichswerte aus der Vergangenheit fehlen. Sind jüngere Leute wirklich unaufmerksamer? Die Umschau bittet zum Test in einen Fahrschulfahrsimulator. Fahrlehrer Kai Melzig betreut das Experiment. Welche Generation nimmt Gefahrensituationen am ehesten wahr? Diese Testpersonen unterschiedlichen Alters machen den Aufmerksamkeitstest. Wer hat den Überblick im Straßenverkehr? Den Anfang macht Janina. Die 38-Jährige fährt schon 20 Jahre Auto. Und wo war der Blinker? Er meckert schon. Genau. Geht schon gut los. Gott. Jetzt bremsen. Ist das erstmal ungewohnt? Bremsbereitschaft. Und schaut euch auf einmal kommt.
Okay, rechts vor links bin ich ja also. Ich habe das nicht wahrgenommen. Mit den Jahren können sich Fehler einschleichen. Du hast nicht in den Spiegel geschaut. Das registriert das Gerät? Ja, hier oben sitzt eine Kamera, die deine Blick- und Kopfbewegungen registriert. Ach was, okay. Das sind alles bekannte Situationen gewesen, die man schon 100-mal hatte. Gerade mit dem Fahrradfahrer, das ist ja der Klassiker an der Ampel. Aber der Simulator ist schon gewöhnungsbedürftig. Da muss man, glaube ich, schon mal ein paar Mal drin gesessen haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Fahrschüler Yuji ist dran. Er hatte erst eine Fahrstunde. Ist es schon was Neues und Abenteuerliches? Den Simulator kennt er aber schon. Ein Heimvorteil? Und wo war der Blinker? Wohl nicht. Yuji hat mit der Schaltung zu tun und den Verkehrsregeln. Ja, du bist ja auf der Vorfahrtsstraße, ja. Ne? Also kannst du einfach langsam weiterfahren. Angehalten mitten auf der Vorfahrtsstraße. Und wo war der Schulterblick? Du hast nicht in den Spiegel geschaut. Gar nicht so leicht, alles auf einmal im Blick zu behalten. Ob Fahrschüler Aaron das besser macht? Er kennt den Simulator noch nicht. Genau, weiterlenken. Mal ein bisschen weit ausgeholt. Für einen LKW wäre es gut gewesen. Na, was wir jetzt hätten noch dazu machen müssen, verkehrssicherungstechnisch beim Abbiegen, was müssen wir noch machen? Schulterblick. Das wäre super gewesen. Und dann wieder aufs Abbiegen konzentrieren, wir richtig lenken. Schulterblick. Sauber, ganz genau. Na, nicht über 50, wir sind ja noch in der Ortschaft. Und stehen bleiben jetzt. Das macht ein erfahrener Fahrer natürlich ganz anders, ne? Weil der Situationen kennt und Automatismen hat und dann natürlich auch gewisse Verkehrssituationen eher erkennt und auch seine Fahrweise ganz anders anpasst. Der Fahrschüler hat diese Erfahrung nicht und fährt oft in Situationen rein, die er erst im letzten Moment erkennt und dann kurzfristig handeln muss. Tobias ist dran. Er fährt seit 32 Jahren. Ich denke doch, dass ich einen guten Überblick habe, aber ich erlebe auch wieder Situationen, wo ich dann hinterher denke, bist du froh, dass es gut gegangen ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wo man sagt, okay, ich merke, dass ich dann auch nicht perfekt bin, auch wenn man oft dich davor hält. Auch für ihn ist der Simulator ungewohnt. Genau, einfach nochmal Startknopf drücken, ja. Und schauen, ob einer kommt. Ja. Da vergisst man doch beim Anfang direkt den ersten Gang. Man sitzt ja im Simulator und nicht mehr im richtigen Auto. Doch Fahrerfahrung zahlt sich aus. So, und jetzt sehe ich den Fahrradfahrer schon eindeutig. Sehr gut. Also Spiegelbeobachtung funktioniert. Fahrradfahrer schon erkannt. Der muss also irgendwo da sein. Es hat sich auch gezeigt, dass eben jemand, der ein bisschen Fahrerfahrung hat oder deutlich mehr Fahrerfahrung hat, Situationen eher erkennt. Solche Verkehrswahrnehmungsprüfungen am Simulator sind anderswo in Europa schon Teil der Fahrprüfung. Wer nicht besteht, bekommt keinen Führerschein. Es gibt einige Länder, die haben, beispielsweise Großbritannien, die haben diesen Test bereits eingeführt und konnten auch wiederum mit wissenschaftlichen Befunden nachweisen, dass wirklich maßgeblich die Verkehrssicherheit durch diese Testform eben auch verbessert worden ist. Wir nehmen natürlich auch Anleihen aus solchen Erfahrungen, adaptieren aber auch diese Erfahrung auf unsere nationalen Besonderheiten. In England sehen die Schüler diese Simulation ohne farbige Kreise am PC. Gefahren tauchen auf. Man muss so schnell wie möglich klicken und bekommt dafür Punkte. Auch wer zu oft klickt, fällt durch. So, concentrate and click when you need to take action. Sollte so ein Wahrnehmungstest neben Theorie und Praxis auch Teil der deutschen Fahrprüfung sein? In Dresden tüfteln Matthias Rüdel und sein Team seit Jahren daran, so etwas vorzubereiten. Wir sind bereit, wenn die Forderung kommt, dass wir politisch und auch gesellschaftlich einen Verkehrswahrnehmungstest benötigen, dann werden wir diesen Verkehrswahrnehmungstest in der Schublade haben und werden ihn auch anbieten können. Ob ein solcher Verkehrswahrnehmungstest demnächst in Deutschland kommt, ist unklar. Eine dritte Fahrschulprüfung könnte die Sicherheit erhöhen. Ich glaub's nicht. Direkt durchgefallen, erste Sekunde. Schön langsam, hallo, ruhig bleiben. Aber ob die Durchfallquote auch tatsächlich sinkt, scheint fraglich.